Bundeskabinett hat den sechsten Tragfähigkeitsbericht heute zur Kenntnis genommen. Die Bundesregierung ist ja verpflichtet, in jeder Wahlperiode einmal zu berichten, wie sich auf einer sehr langfristigen Perspektive die öffentlichen Finanzen entwickeln, der Bundeshaushalt und auch die Sozialversicherungen. Und dieser Verpflichtung ist das Bundesfinanzministerium nachgekommen. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, den wir aus der Ökologie, genauer gesagt ursprünglich aus der Forstwirtschaft, kennen. Er bezieht sich allerdings nicht ausschließlich auf natürliche Lebensgrundlagen. Nachhaltigkeit ist auch ein ökonomisches Gebot. Wir müssen dafür sorgen, dass beispielsweise eine jüngere Generation intakte natürliche Lebensgrundlagen vorfindet, dass sie geschützt ist vor dem Klimawandel. Aber in gleicher Hinsicht brauchen wir ja auch einen handlungsfähigen Staat und öffentliche Finanzen, die nicht die Bürgerinnen und Bürger als Steuerzahler oder Beitragszahlerinnen überfordern. Viele der Entscheidungen, die wir heute treffen, haben indes Auswirkungen erst weit nach der Amtszeit heutiger Entscheiderinnen und Entscheider. Und aus diesem Grund ist es notwendig, diesen Tragfähigkeitsbericht regelmäßig aktualisiert vorzulegen, damit wir uns den Realitäten stellen können. Die Realität dieses Tragfähigkeitsberichts zeigt eine Verschlechterung der langfristigen Perspektive an. Wir untersuchen ja die öffentlichen Finanzen auch mit unabhängiger wissenschaftlicher Expertise bis in das Jahr 2070. Und im ungünstigsten Szenario würde im Jahr 2070 die Staatsverschuldung unseres Landes 345% der jährlichen Wirtschaftsleistung entsprechen. Zum Vergleich, wir sind jetzt bei 63%. Das ist kein Szenario, das zwingend eintritt, sondern das ist nur ein Szenario, das unter ungünstigen Rahmenbedingungen eintreffen könnte, wenn wir nichts tun, wenn wir nicht in der Gegenwart handeln, um die langfristigen Aussichten zu verbessern. Dieser Tragfähigkeitsbericht zeigt, dass es einen Handlungsbedarf gibt. Niemand darf vor diesen Realitäten die Augen verschließen. Unsere Gesellschaft verändert sich. Wir altern. Wir haben ein geringeres Potenzialwachstum als in der Vergangenheit. Und das trägt zu einer Verschlechterung der langfristigen ökonomischen Perspektive unseres Landes bei. Und deshalb ist dieser sechste Tragfähigkeitsbericht ein Aufruf zum Handeln, ein Aufruf zum Umsteuern. Wir können nicht immer mehr vom Staat, auch nicht immer mehr vom Sozialstaat erwarten, sondern wir müssen ihn fokussieren auf die Prioritäten, die tatsächlich erforderlich und deshalb auch langfristig finanzierbar sind. Die Position des Finanzministeriums kennen Sie. Erstens, wir brauchen klare Fiskalregeln, die Schuldenaufnahme unseres Landes begrenzen. Der Tragfähigkeitsbericht unterstreicht die Bedeutung der Schuldenbremse, denn diese 345% Staatsverschuldung im ungünstigsten Szenario setzen voraus, dass die Schuldenbremse nicht mehr beachtet wird. Die Schuldenbremse hingegen sorgt dafür, dass nicht der Ausweg gesucht wird über eine Verschiebung der Lasten in die weitere Zukunft, sondern dass es zu strukturellen Reformen kommen muss. Und das ist genau der zweite Punkt. Wir brauchen strukturelle Reformen im Bereich unserer Sozialversicherungen, damit der demografische Wandel nicht zu einer Überforderung der öffentlichen Finanzen oder der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler führt. Man kann klar sagen, dass alle Säulen unserer Sozialversicherung betroffen sind von einer alternden Gesellschaft und wir deshalb ihre Anlage, ihre Standards und ihre Effektivität in den nächsten Jahren und Jahrzehnten fortwährend verändern und anpassen müssen. Und zum Dritten, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen ergibt sich nicht nur auf ausgabeseitigen Parametern, sondern natürlich trägt die Prosperität und Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft positiv zur Tragfähigkeit bei. Sprich, brauchen dringend eine neue Wachstumsagenda für unser Land. Wir brauchen eine
wie ich es nenne, eine Wirtschaftswende hin zu mehr Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit, damit dem Staat die Mittel zufließen, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, die er braucht, um seine Aufgaben zu erfüllen und um soziale Sicherheit zu garantieren. Die öffentlichen Finanzen werden dann umso tragfähiger sein, wie die Volkswirtschaft, die private Wirtschaft in der Lage ist, Mittel bereitzustellen. Und hier ist gerade in dieser Woche ja ein Baustein möglich mit dem Wachstumschancengesetz im Bundesrat, um einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung zu gehen. Der sechste Tragfähigkeitsbericht, meine Damen und Herren, ist also, ich will es noch mal unterstreichen, ist ein klarer Handlungsauftrag an die Politik. Wer Nachhaltigkeit will, kann das nicht auf die Ökologie beschränken. Auch die öffentlichen Finanzen müssen nachhaltig aufgestellt sein. Das sind wir uns selbst und der jüngeren Generation schuldig. Und deshalb kann es nicht nur ein Denken geben, wo können wir noch irgendwelche Möglichkeiten für Verschuldung finden, sondern wir müssen wechseln in einen Modus, wo es um die Erwirtschaftung des Wohlstands wieder geht.